Ja Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Wir sind in den Knochenwaldhügeln und gucken dort mal, wo hier noch dunkle Brut rumspringt, denn offensichtlich... Ich bin mal eine Treppe heruntergefallen und sie sah genauso aus wie diese Treppe hier. Hier ist überhaupt keine Treppe. Da hinten ist eine Treppe. Na, hoffentlich fällt sie nicht. Ja, dunkle Brut, weil hier sind ja die beiden Herrschaften aus Amaranthine in diesen... Ja, in diesen in diese Grube gestürzt. Aber selbstverständlich. Und haben dunkle Brut gesehen. Und hier geht es natürlich offensichtlich auch in die tiefen Wege hinab. Weil ich habe ja in der letzten Folge schon angemerkt, dass es hier doch architektonisch arg an die Zwerge erinnert. Ja. Hier komme ich wieder nicht in die Vogelperspektive, danke. So wollte ich das doch haben. Wir kriegen Besuch. Tiefenlaura. I hate them. Darf ich den angreifen? Bei den Viechern ist es tatsächlich, habe ich ja glaube in Origins schon erwähnt, auch wieder die schiere Masse, die hier etwas für Probleme sorgen kann. Boah, war das gerade ein Triple Kill vom großen Bär? Das wäre mal der Wahnsinn. Gut, ja, wir nähern uns den tiefen Wegen und selbstverständlich... kommen auch mal ein paar Tiefenlaurer aus ihren Löchern gekrochen. Hier hinten möchte ich mir erstmal den Beutel angucken. Genau, hier ist nämlich sonst nichts. Mikas Glückshuf. Neue Quest. Glücksbringer. Gib dem Jäger sein Schmuckstück zurück. Du hast in den Knochenwaldhügeln einige von Mikas und Colberts Habseligkeiten gefunden. Darunter auch eine Art Glücksbringer. Sie sind dir bestimmt dankbar, wenn du ihn zurückgibst. ich gehe stark davon aus, wenn wir das zurückgeben, dass wir es dann behalten dürfen. Und dass es dann zu einem ganz normalen Amulett wird, was wir tragen können. So wird es passieren, gehe ich stark von aus. Bäh. Mein Fuck, wie das hier gerade runtergeht, irgendwie alles komisch. Aber wir sind in den tiefen Wegen, wie erwartet. So, F5en wir das mal. Und dann geht's los. Los, 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 los. Mach sie nicht auf uns aufmerksam. Okay, sie hat sich befreit. La 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 la, geht's denn hier auch lang? Jetzt komme ich wieder nicht in die normale an. Nee, hier geht's nicht lang. Gut, meine Freunde. Dann, druff. Ist hier nicht, dass hier nochmal genau gucken, nicht, dass hier ein Gesandter dabei ist oder so Gemäre. Der muss ins Gefängnis. Ab hinter schwedische Gardinen. Dann kloppt man den nämlich mal kurz aus Latschen. Und schwuppdiwupp. Hat sie das erledigt? Das war knapp. Für eine Sekunde dachte ich, ich würde mich tatsächlich der Legion der Toten anschließen. Was ist die Legion der Toten? Sie sind ein Haufen erbitterter Krieger. Unermüdlich auf der Jagd nach dunkler Brut. Wir sind Krieger, die für unser Volk bereits tot sind. Wir werden in die tiefen Wege geschickt, um so lange gegen die dunkle Brut zu kämpfen, bis uns der Stein zu sich ruft. Was er heute auch ausgiebig getan hat. Mhm.
Was ist geschehen? Die anderen sind tot. Sie sind einfach tot. Und zwar alle. Und auch ich bin nur um Haaresbreite entkommen. Und dafür sind wir verdammt dankbar beim Stein. Irgendetwas geht in Kalherol vor. Wir dachten, die dunkle Brut züchtet eine Armee heran. Die Legion wollte das untersuchen. Aber wir waren Kalherol nicht gewachsen. Es war ein Massaker. Und jetzt bin nur noch ich übrig. Wie konntet ihr entkommen? Als ich gesehen habe, wie meine Freunde niedergemetzelt wurden, habe ich Angst bekommen. Ich bin geflohen. Die dunkle Brut hat sich verändert. Diese Kreaturen sind raffiniert geworden. Sie haben die Legion zerschlagen. Ich habe gesehen, wie sie einige der Frauen verschleppt haben, und danach stand mir überhaupt nicht der Sinn. Kluge Entscheidung. Es gibt vieles, was schlimmer ist als der Tod. Aber Tag und Nacht nur dunkle Brut zu gebären, ist vermutlich das Grauenhafteste von allem. Ekelhaft. Aber wenn die dunkle Brut wirklich eine Armee heranzüchtet, dann kann ich nicht hierbleiben. Ich muss etwas unternehmen. Zum Glück bin ich ein grauer Wächter auf dem Weg nach Kalherol. So ein Zufall. Ah, wie praktisch. Ja. Da müssen die Ahnen ihre Hand im Spiel haben. Ach Quatsch, ich zeige euch den Weg nach Kalherol. Je mehr wir sind, desto sicherer ist es. Und richtig? Natürlich die Storywriter. Okay. Sehr gut. Mit eurer Hilfe ist es nicht länger unmöglich, dieses Nest zu zerstören, sondern nur noch unwahrscheinlich. Oh, ihr seid also eine Optimistin. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Kalherol erwartet uns, und wenn man die dunkle Brut sich selbst überlässt, kommt sie auf allerlei merkwürdige Ideen. Sorry, Sigrun. Also das ist Sigrun, unsere neue Begleiterin, die aber nicht viel zum Einsatz kommen wird. Es sei denn, ich gebe ihr einen Bogen in die Hand, dann könnte sie Nathaniel ersetzen. Aber mit den zwei Waffenschurken, ja, der zwei Waffenschurke sind wir. Zwei Waffenschurken wäre bestimmt auch nicht schlecht, aber ich hätte doch gerne irgendwie eine ausgeglichene Gruppe. Mal gucken, vielleicht nehmen wir sie irgendwie mal kurz mit rein. Mal schauen. Jetzt möchte ich aber tatsächlich erstmal mit der alten Truppe hier weitergehen. Musik, du kannst aufhören. Musik, du kannst, danke. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht so gut passt. Ja, wir haben Sigrun hier getroffen und nimm die doch mit und... Nee. Ich hab gerade wirklich, also wie gesagt, ich hab gern ausgeglichene Gruppen. Und ein zweiter Zwei-Waffen-Schurke können wir, wie gesagt, irgendwann mal machen. Ist bestimmt nicht schlecht, hat ja auch ganz gute Tank-Eigenschaften durch die recht hohe Geschicklichkeit. Dann aber im Sinne von nicht Angriffe blocken oder viel aushalten, sondern viel ausweichen. Ja. Und wir, würde ich sagen, gehen mal nach Kalherol und gucken genau mal, was da unten so los ist. Also alle, die Sigrun vielleicht mögen, sorry, dass ich sie nicht mitnehme. Ich werde sie auch wirklich nicht oft mitnehmen. Vielleicht mal, um sie euch zu zeigen, in irgendwie so einer kleinen Nebenmission, wenn wir nur zu irgendeinem Gebiet müssen und ein bisschen dunkle Brut umholzen müssen. Aussicht auf Kalherol. Wo war das noch gleich? Da. Ah, Kalherol. Ich habe davon gehört. Hier waren vor allem Schmiede und Handwerker. Die Festung wurde aus Marmor erbaut, mit Lyrium in den Mauern. Hey. Sie war von unvergleichlicher Schönheit. Und genau wie all die anderen Teigs ging sie vor tausenden von Jahren an die dunkle Brut verloren. Ich habe da gerade was gesehen. Ich hab in der Sequenz habe ich hier einen Typen rumzappeln sehen. Da unten. Yucca! Hat er die Palmen erfunden? Gibt's doch, Yucca-Palmen, oder? So, ich sehe gerade. Stufenaufstieg. Pass auf, das machen wir jetzt. Und zwar geht es. Boah, wir sind bei 85 Klugheit. Wie krank! Noch 5 Level. Und wenn die noch schaffen, haben wir 100 Klugheit. Alter Schwede! Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge Holz. Nee!
Du Depp, ist Klugheit kein Holz? Ja, Vitalität würde ich sagen, ne? Skillen wir mal den Speer der Legion aus. Die zahllosen Stunden der Legionär in den tiefen Wegen in unmittelbarer Nähe zu den Adern reinen Lyriums verbracht hat, haben ihm die Fähigkeit verliehen, Magie zu widerstehen. Ist Stärke des Steins aktiv, ist der Charakter außerdem gegen Zauber immun. Unabhängig davon, ob diese von einem Gegner oder einem Verbündeten stammen. So kann man ein bisschen Friendly Fire vermeiden. Gibt es überhaupt Friendly Fire? Es gibt überhaupt kein Friendly Fire, oder? Nee, gibt es überhaupt nicht. Fällt mir gerade ein. Das ist dann, steht als Hinweis drin, dass man dann wahrscheinlich auch nicht geheilt werden kann. Weil ist ja auch Magie. Und wenn Magie jeglicher Art widerstanden wird, dann kann man dann nicht geheilt werden. Ich denke, deshalb steht das als Tipp drin. Okay. Spielen wir mich mal so. Wir sehen hier oben schon die ersten Pfeile. Karte. Was sind das für Gegner? Mein Gott, dunkle Brut. Da hätte ich nie mit gerechnet. Ogryn. Ogryn, Ogryn, Ogryn. Ogryn, 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 Ogryn. Ich denke auf Stärke, wenn da schon 81 reingebuttert sind. Gehen wir auch weiterhin auf Stärke. Wüste Beschimpfung. Oder? Haben wir noch was offen? Ah ja, ah, hier. Ach genau, hier haben wir ja weiter. Zweihändiger Einschlag. In diesem Modus erzeugt der Charakter mit jedem Schlag seines schweren Zweihänders eine Schockwelle, die auch anderen Gegnern in der Nähe des Ziels Schaden zufügt. Dieser Modus verbraucht beständig Ausdauer, ist nichts gut, aber trotzdem, ich will haben. Weil ich will den Zweihändig-Baum voll haben. So, ja, lieber Nathaniel. Du bist jetzt aber bei der Geschicklichkeit endgültig fertig. Da waren es ja 52, die nötig waren. Für was eigentlich nochmal? Ach genau, für den Pfeilregen. Ich entsinne mich. Ja, die Schemen, denke ich, sind voll nutzlos. Weil ein Bogenschütze dann auch nicht mit hinterhältigen Angriffen angreift. Das wäre... Also ich glaube es nicht. Es wäre irgendwie unlogisch, weil hinterhältige Angriffe führt man im Nahkampf durch und nicht im Fernkampf. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf den Schatten. Nathaniel ist irgendwie fertig geskillt. Da ist alles, was wir jetzt draufpacken, ist so, jo, na gut. Hab ich's halt. Hier möchte ich jetzt einfach nochmal gucken. Zweihändiger Einschlag. So. Dahin. Lieber Anders. Anders, Entschuldigung. Mann, du sprichst dich völlig anders aus. Tut mir leid. So, volle Möhre Magie. Dann hätte ich so langsam aber sicher vielleicht gern mal einen Flächenzauber. Schneesturm. Ein Eissturm fügt Zielen im Wirkungsbereich kontinuierlich Kälteschaden zu. Doch natürlich gibt's Friendly Fire. Ich erinnere mich doch. Ich kann doch meine Leute mit dem Kältekegel einfrieren. Das ist ja wieder völliger Bullshit, den ich da erzählt habe. Ein Eissturm fügt Zielen im Wirkungsbereich kontinuierlich Kälteschaden zu und verringert ihre Bewegung, während er gleichzeitig Boni auf Verteidigung und Feuerresistenz verleiht. Scheitern die Ziele bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft, können sie zu Boden fallen oder tiefgefroren werden. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Ja, nee, irgendwie nicht. Bin total unschlüssig. Merkt man vielleicht, wa? Komm, wir skillen einfach mal den Hüter aus. Ob wir es brauchen, bleibt abzuwarten. Ich glaube ja mal eher nicht. So, Perfection. Ich zieh's mal gleich wieder raus. Was? Ich weiß nicht, ob ich's einsetze, keine Ahnung. Warte, ich hol's mal. Ich hol's doch mal wieder. So.
brav und nett und lieb. Ja, Kahn Bolzen, den setze ich doch auch nie ein. Schwäche setze ich irgendwie auch nie ein. Ich setze vieles nie ein. Weil es auch gar nicht so zu... Den Geistschlag, den können wir zum Beispiel mal rauspacken. Der verwirrt zwar, aber das ist jetzt irgendwie auch nicht so kriegsentscheidend. So. Okay, das soll es für diese Folge gewesen sein. Beim nächsten Mal betreten wir hier Kalhirol und klatschen da unten die dunkle Brut weg, reden mal mit Yuka und gucken, was hier noch so alles los ist. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir ein Däumchen da. Darüber freue ich mich. Und wir sehen uns hier in Kalhirol beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.